In allem, was mich umgibt, da bist du, nur du, nur du, da bist du, ich bin verliebt, da bist du, ich bin verliebt. Nu, was machen Sie denn da oben auf der Leiter? Ich erstürme die Höhen der Kultur. Na, erstürmen ist nicht so schwierig, aber oben bleiben, das ist die Kunst. Geht nicht, hab gleich Feierabend, Schichtwechsel. Ja, das macht ja nichts, die nächste Rolle habe ich ja schon. Hey, Sie kleiner Hilfsrodolfo. Was heißt ihr Hilfsrodolfo? Das ist die Rolle, die ohne Unterschrift der Billy vorhin geholt hat. Was also, dass Sie mir ja nicht wieder ohne Unterschrift kommen. Nein, ich habe ja jetzt extra eine Unterschrift mitgebracht von einem der wichtigsten Mitarbeiter des Deutschen Fernsehfunks. Na, dann ist gut. Was darf's denn sein? Wie wär's denn mal mit Herzklopfen? Dann müssen Sie nach Feierabend wiederkommen. Sagen Sie mal, welcher bedeutende Mitarbeiter des Fernsehfunks hat denn hier unterschrieben? Das Sandmännchen. Von Ihnen weiß man ja, dass Sie ständig auf der Lauer liegen, um junge Talente an Schlaffittchen zu kriegen. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich sehr sauer, wenn Sie feststellen, dass Sie ganz woanders hingehören als auf der Bühne? Oder verbuchen Sie das einfach unter irgendwas menschlich? Obwohl ich sagen muss, das finde ich sehr anständig von Ihnen, dass Ihr Herzklopfen kostenlos ist, wa? Ach, noch eine Frage. Haben Sie eigentlich mit der Sendung hier auch was zu tun? Ich sehe Ihnen dauernd in der Kantine rumsitzen. So was deutet ja immerhin auf Leiter, wa? Auftritte in unzähligen Fernsehshows, im Radio, in Kulturhäusern und zu gesellschaftlichen Anlässen. Heinz der Quermann mischt in den 60ern überall mit. Immer im Dienst für seine Zuschauer wagt er auch den Spagat zwischen Unterhaltungsfernsehen und politischen Auftritten. Paul Ferner hat gesagt, nach dem 13. August haben sich im demokratischen Berlin die Geburtenziffern erhöht und die Eheschließungen vermehrt. Ich muss sagen, lieber Paul Ferner, ich habe vor dem 13. August schon auf diesem Gebiet, DTSB hat uns gebeten um diese kleine Hilfe, die wir gern gewährt haben. Es geht uns darum, wir wollen eine dufte Basketballmannschaft zusammenkriegen. Und das ist ja schön, wenn die heitere Muse da etwas helfen kann. Jetzt habe ich vorhin noch eine junge Dame hier kennengelernt. Ist die zufällig da? Die war auch nicht gerade die Kleinste. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Das ist aber lieb. Guten Tag. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie noch entsinnen können, vor 2 Jahren im Lachenden Bären haben wir lange Kerls gesucht. Wissen Sie, und große, starke Damen für unsere Basketballmannschaften und für die Kugelstoßen. Ne? Und jetzt hat unsere Sektion Rudern von der DAFK uns gebeten, doch wieder mal für den Sport etwas zu tun. Nicht zuletzt durch den Kultfilm Heißer Sommer gelten Chris Dörk und Frank Schöbel als Traumpaar der 60er. Beide starten in Quermanns Talenteschmiede ihre Karriere. Wie wunderbar! Woher willst du wissen, wer ich bin? Sag nicht, du hättest es in den paar Stunden, die wir uns kennen, herausgefunden. Okay, mach ich immer zu. Alle Männer tun das gern. Okay, ja, das ist und bleibt modern. Sommerzeit war die Zeit unserer Liebe. Sommerzeit war die Zeit unserer Liebe. Aber leider ging der Sommer dahin. Vielen Dank, Chris und Frank. Reimt sich sogar. Die Stadt hat einen Mädchenchor. Der Mädchenchor hat Sorgen. Die erste Stimme, das kommt vor, ist völlig heiser seit heute Morgen. Ganz ohne erste Stimme wird's nicht gehen. Und früher klang der Mädchenchor so schön. Woran hämmerst du denn gerade? Ja, ich hämmere gerade an einer neuen steinzeitgemäßen Mammutgala. Steinklopfen kostenlos. Nee, zwischen Frühstück und Rentierbraten. Kariert, kariert, kariert.
Komm, Wölfi. Lutz hat ein Kind gekriegt. Ist das deine Tochter? Unsinn, halt gefälligst deinen Schnabel. Also, du weißt doch genau, dass ich nur Söhne habe. Also manchmal ist der Amadeus die reinste Geierwalde. Habt ihr es ja gleich gesagt, Paula. Die 7. Sendung bringt Unglück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen unser märchenhaftes Programm für eine wichtige Durchsage der Gebrüder Grimm. Im gesamten Märchenland treibt ein Männlein sein Unwesen, das sich an alleinstehende Mädchen heranmacht. Aber deine Kleine, sie geht ganz alleine links von dir. Mit einem neuen Märchenbild. Mein Lutzel spielt wieder den Verwandlungskünstler vom Dienst und einige Male sogar sich selbst. Quack, quack, quack. Glück mit Garantie gibt es leider im Leben nie. Quack, quack. Bin Mädchen, spinn. Du wirst Königin. Dann ist Gold in meinen Augen. Das Gold aus diesem Stroh wird zu Königin dann taugen. Ja, das ist wirklich echtes Weltniveau. Heute um 7:30. Heute um 7:30. So wie abgemacht. So wie abgemacht. Werden wir uns sehen. Werden wir uns sehen. Das ist. Mich bist du passé, auch wenn du schöne Augen machst. Für mich bist du passé, auch wenn du noch so lachst. König August der Starke kommt, ja, der König von Sachsen. Und die Gräfin Kosel hier, die ist auch dabei. Und oh, einfach Bipsch, da kommt er schon. Ho, 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 ho. Silenzium, ihr Leute, und höret mich, seid stille, spitzt die Ohren.